Mal. Weltoffene Geschichten aus dem Filmkreis. Die Bachstadt Arnstadt ist eine Kreisstadt in der Mitte von Thüringen und liegt an der Gera, rund 20 Kilometer südlich der Landeshauptstadt Erfurt. Die Stadt fungiert als Mittelzentrum und ist der Verwaltungssitz des Ilm-Kreises. Vom dortigen Landratsamt aus leitet Landrätin Petra Enders die Geschicke im Ilm-Kreis und setzt dabei besonders auf Bürgerbeteiligung. Mein Name ist Petra Enders, ich bin Landrätin des Ilm-Kreises und ich bin sehr gern Landrätin des Ilm-Kreises. Man muss ganz einfach sein Schicksal selbst in die Hand nehmen, man muss sich engagieren, man muss sich einbringen und dann kann man auch etwas verändern und etwas bewegen. Und ich denke, das hat, also wenn ich in mein Leben so zurückblicke, kann ich das jedem Einzelnen nur raten. Na, und man kann dann so viel, also wenn ich mir anschaue, was man in Stadtentwicklung oder auch im Land Thüringen dann verändern kann, was man auch im Kreis verändern kann. Und deshalb bin ich ein ganz großer Freund der Bürgerbeteiligung und des Bürgerbeteiligungshaushaltes. Also ich habe das in meiner Stadt als Bürgermeisterin gemacht und auch dort erlebt, dass sich Bürgerinnen und Bürger plötzlich einbringen, dass da ganz viele Ideen auch kommen, ne, die man dann wirklich auch in der Stadt gemeinsam auch umsetzen kann. Und da wird dann eine Idee, ja, die wird dann wirklich also zu einem riesengroßen Projekt, das alle auch mittragen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Menschen müssen wählen gehen. Sie müssen die Chance nutzen, Veränderungen herbeizuführen. Und ich sage mal, es gibt Parteien, die ganz stark auf Bürgerbeteiligung eben auch setzen. Die sagen, wir wollen, dass Bürgerinnen und Bürger mitreden. Und ich glaube, da hat man schon eine Wahl und da kann man sehr wohl seine Stimme abgeben. Und ich glaube, das sollte jeder nutzen, diese Möglichkeit, die ist uns gegeben und das sollte man tun. Weltoffene Geschichten aus dem Ilm-Kreis.